willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute habe ich einfach den Adventskalender am Start. Der Adventskalender mit 2 Limis, mit 9 exklusiven Karten und das sind ja die 9 Rising Star Karten, die uns noch fehlen. Das ist die vorletzte Folge, nicht die letzte, weil die letzte wird morgen am Start sein. Es sei denn, wir füllen heute unser Let's Collect Album komplett mit dem Adventskalender. Also alle Base Karten, alle Matchwinner Karten, weil die Limis, die zähle ich ja nicht mit dazu zu Let's Collect. Aber das wisst ihr ja. Mehr Inhalt als je zuvor. Ich hab Bock drauf. Ich hab wirklich absolut Bock drauf. So sieht er von hinten aus und ich muss mal überlegen, wie wir... Ich weiß nicht, wie wir den Adventskalender jetzt am besten auspacken. Und damit meine ich jetzt nicht die Folie, sondern ich meine die einzelnen Türen. Ich hatte ja schon mal ein Video gemacht zum Adventskalender, wo ich den komplett ausgepackt habe. Und heute jetzt nochmal in Let's Collect, was absolut geil ist. Aber das Problem ist jetzt halt, der ist halt so groß. Ich öffne aber trotzdem von 1 bis 12 nacheinander. Und ja, lass uns starten hier. Ärmel hochkrempeln. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Das heißt, ich packe einfach mal aus. Und wir haben ja in jedem Türchen hier... Na, einen Pack mit dabei. 5er-Päckchen. Und am Ende sortiere ich den noch ganz kurz. Aber das Sortieren, das müsst ihr ja nicht nachvollziehen. Oder das müsst ihr jetzt nicht angucken. Sondern dann mache ich einen kurzen Cutty-Cutty-Cut. Mangala von Stuttgart. Demi Diener, Abraham, Kingsley Coman und das Dortmund-Logo. Also jetzt so in dieser Ansicht weiß ich wirklich nicht, ob mir davon noch eine fehlt. Werden wir am Ende durchgehen, Leute. Werden wir am Ende durchgehen, aber ich finde es echt geil, dass in jedem Adventskalender-Türchen hier ein Pack drin ist. Topform-Karte kann ich direkt weglegen, es fehlt nur noch die Meisterschale der 2. Bundesliga. Teuchert, Baumgartner, Nicoel Vedi und Dauerbrenner Mats Hummels. Die nächste Dortmunder Powerkarte. So, nächstes Türchen. Das seht ihr jetzt nicht, weil es hier ganz unten ist. Ganz unten rechts in der Ecke ist wieder ein 5er-Päckchen. Also ich hätte nichts dagegen, wenn wir hier heute ein paar Karten noch bekommen, die uns fehlen. Heister, Burkhardt, Jordan Torunariga, Tolisso und das Frankfurt Logo. Das Frankfurt Logo. Zack. So, Nummer 4 oben rechts. Nummer 4. Na. So, dann haben wir das nächste 5er-Päckchen. Dortmund Angriff. Könnte es der sein, den ich denke? Und es ist genau der, den ich gedacht habe. Schimmer. Plattenhardt ist doppelt, weiß ich. Emil Forsberg ist auch doppelt. Arnold und es ist hier Karl-Heinz Riedle, Legende. Aber Dauerbrenner habe ich beide schon. Der einzige, den ich jetzt hier zur Seite lege, ist Stefan Schimmer. Weil da bin ich mir nicht so sicher. Nummer 5. Die Nummer 5. Die Nummer 5. Die Nummer 5. Zack, Abfahrt. Also rechts sind die Türchen 1 bis 12 und links sind die Türchen 1, ja moin, Türchen, die linke Seite vom Adventskalender sind die Türchen 13 bis 24. So, jetzt habe ich es hinbekommen. Schonlauf Paderborn, André Hahn, Dennis Geiger, Lars Stindl und Matchwinner Gebre Selassie. Ich würde mich über Matchwinner-Karten freuen von Hertha BSC, weil da fehlen noch beide Matchwinner-Karten. Beide Matchwinner-Karten. Was ist jetzt hier drin? Das geht schwer auf. Aber es sind 2 Packs. Im 6. Türchen sind es 2 Packs. Einmal das Pack mit der Limi und einmal ja normales Pack noch. Also im Nikolaustag quasi. Am Nikolaustag. So, machen wir auf und da haben wir Förster von Stuttgart, Niakate, Giekewitz, Tabsobar und Nils Pedersen. Okay. Kommt mir jetzt keiner unbekannt vor. Und das ist eigentlich immer ein schlechtes Zeichen. Wenn keine Karte unbekannt vorkommt. Kamada limitierte Auflage. Fehlt uns natürlich noch. Und hier sind die ersten Rising Star Karten. Friedrich, Schlotterbeck, Josh Sargent und Ismail Jakobs von den Kölnern. Also die Rising Star Karten sind natürlich Karten, wo wir jetzt schon wissen, ja, die fehlen uns noch, weil die sind ja exklusiv nur im Adventskalender. So, nächstes Türchen ist hier ganz unten. Türchen Nummer 7.
Türchen Nummer 7. Und Online-Code geht mal raus an euch. Also der schnellste von euch kann ihn sich gönnen. Und da sind zwei Matchwinner. Oder nicht zwei Matchwinner, sondern zwei. Oh, ich glaube der falsche hier. Grielov, Mokele, kostet Dauerbrenner und Vogelsammer-Matchwinner. Bin ich mir bei beiden nicht sicher. Dauerbrenner fehlen ja auch noch, glaube ich, 2, 3. Nummer 8. Ich nehme den Adventskalender hier komplett auseinander. Nummer 8. Nummer 8, Nummer 8, Nummer 8. Online-Code hier. Gönjamin, zack. Was haben wir hier? Rese, Zentner, Flecken, Lukas Sadetski und Marc-Oliver Kempf. Ja, okay, Kempf kann weg, weil Kempf bin ich mir safe. Da bin ich mir ganz sicher. Und da ist einfach die Nummer 4 hochgesprungen. Einfach in die Luft hochgesprungen. In die Luft hochgesprungen. Nächstes Pack. Ey, ich mach immer die Packs so auf hier. Sollen das? Was sollen das? Bayern München Angriff. Oh, könnte Müller Club 100 sein? Und es ist Müller Club 100. Davy Selke, Dirusun, Piszczek, Markus Thuram und die nächste 101, 101. Thomas Müller. Nummer 10. Nummer 10. Wir sind somit gleich bei der Hälfte. Nummer 10. Was haben wir? Und bis jetzt kommt mir noch keine Karte, wie gesagt, wo ich sage, ja, der fehlt zu 1000%. Giefer, Schlotterbeck. Wenn es schlecht läuft, dann kann auch jede Karte, die ich hier jetzt gezogen habe, einfach doppelt sein. So, hier. Sebastian Borneau kann direkt weg. Einer der häufigsten Karten. Borneau und Osako. Borneau und Osako sind einfach wirklich die, die man am meisten zieht. Also so geht's mir. So, nächstes Pack. Online-Code. Müsst ihr schnell sein. Elvedi von Jan Regensburg. Andrich. Kutukcu. Brekalo und Fabian Klos. So, letztes Pack der rechten Seite hier. Der Seite mit der Nummern 1 bis 12. 1 bis 12. So, da haben wir Pfeiffer, Skiri, Salai, Sabitzer und Jonas Hector Matchwinner. Jonas Hector habe ich schon, habe ich nicht. Ich weiß nicht, kann ich das hier nicht in der Mitte eigentlich. Ja, kann ich. Wunderbar. Ja, perfekt. So, Türchen Nummer 13. Jetzt kann ich es rein theoretisch auch quer machen. Mache ich aber nicht. So, Türchen 13. Haben wir. Huch. Fünferpäckchen, also ich denke mal in der 24 sind dann noch zwei Päckchen wieder drin. So, Online-Code. Zack. Upamecano. Oh, ist es Hertha? Nein, es ist Baumann. Gacinovic. Gebauer. Gebauer kann direkt weg. Baumann hier. Matchwinner, die meine ich. Mann, ich brauche Hertha. Hertha weiß ich halt zu 1000%. Da fehlen mir beide Matchwinner. So, Türchen 14. Zack. Reißen wir auf. Und da haben wir Leipzig Mittelfeld. Oh, könnte die nächste Club 100 Karte sein. Und ihr wisst ganz genau, wer. Es ist Leimer. Niklas Stark, Ginter, Lausen und Förster. Firsty, Bursty. Türchen 15. Türchen 15, Fünferpack. Geht's weiter mit wieder Upamecano. Also Upamecano hätte ich eigentlich gerade eben auch schon weglegen können. Nastasic, Gregoritsch, jawohl! Jawohl, jawohl, jawohl. Nastasic weiß ich nicht. Gregoritsch kann weg. Die Meisterschale der zweiten Bundesliga. Und unsere Startseite ist komplett. Unsere Startseite ist komplett. Die Gonzalo Castro Matchwinner. Bam, das hat sich schon mal gelohnt, Leute. Also Adventskalender, jetzt schon mal lohnenswert. Mann, ich kann eigentlich komplett alles abreißen hier, ne? Aber nein, ich gehe nach den Türchen. Weil wenn man nicht nach den Türchen geht, Leute, bringt es Unglück. Ich sag's euch, es bringt einfach Unglück. Unglück nicht nur hier in Let's Collect, sondern Unglück im ganzen Leben. Thorgan Hazard, Grilic, Mateta, Mavropanos. Und natürlich muss er am Start sein. Natürlich muss er am Start sein.
Yuya Osako, ich habe es schon gesagt, einer der Karten, die man einfach am meisten sieht. Yuya Osako in jedem, gefühlt in jedem Pack-Opening einmal. Egal, ob ich 5 Päckchen öffne, 3 Päckchen öffne, 10 Päckchen öffne, eine Dwarf-Challenge mache. Yuya Osako. Yuya Osako und ich sind so. Yuya Osako und ich sind ganz klar so. So und nicht anders. Online-Code. Zack. Der schnellste von euch kann ihn sehr gerne einlösen. So, Aranguiz, Hasebe, Friedrich, Stenzel und Joshua Kimmich. Der Joshua Kimmich. Türchen 18. Türchen Nummer 18. Ey, wann ist denn der Moment mal? Wann ist denn mal der Moment, wo hier hinten direkt eine Hertha-Flagge zu sehen ist? Mann, weil dann weiß man, aha, Hertha Powerkarte. Alaba, Oxford, Eziwe, Giefer und Davy Klaassen Dauerbrenner. Zack, die kommen zur Seite. Bam, bam. Türchen 19. Türchen Nummer 19. Aufreißen das Ding. Mainz habe ich nicht. Mainz sogar komplett. Pongraric, Haberer, Toprak, Topformkarte und Robin Quaison. Ja, Robin Quaison, Tschüssikowski. Türchen 20. Wir nähern uns so langsam dem Ende. Also dem nicht dem Ende vom Video, sondern wir nähern uns dem Ende vom Adventskalender. Und es ist hier nochmal die Legende Boom Kuncha. Niakate, Dauerbrenner, Kalajdzic, Anderson und Alaba. Bei Anderson, oh, da könnte ich sogar... Ja, vielleicht habe ich den noch nicht. Ich weiß es nicht. So. Nächstes Pick. Oh, jetzt ist es. Jetzt muss es sein. Jetzt muss er es sein. Jetzt muss er es sein. Jetzt muss er es sein. Es ist er wieder nicht. Es ist Nkunku. Es ist der Nkunku-Troll. Sergeant Haberer, Pongraric heißt er. Wie heißt er? Meister heißt er, Meister, Schmeister. 22. Okay, jetzt kann ich so aufreißen. Weil es ist sowieso nur noch das eine Pack. Oh, bitte Matchwinner. Es könnte auch Starspieler sein und dann ist es bitter. Es ist Piontek Starspieler, habe ich schon. Ey, das kann doch nicht sein. Das ist so lächerlich. Eggestein, William. Boyata kann weg. Basekarte ist nur noch Schwolo, der fehlt. Unglaublich, Jungs. Unglaublich. Also, der Adventskalender hat mich hier heute so getrollt. Und das ist wieder Kimmich. Oder? Ne, das ist Bundesliga-Legende Franck Ribéry. Zwar absolut geil, aber fehlt mir leider nicht mehr hier in der Serie. Also so ein Dwarf-Challenge wäre jetzt Ribéry absolut heftig, Mann. Aber jetzt hier, letztes Türchen, Türchen 24 haben wir hier unten. Und da sind nochmal zwei Päckchen drin. Zack, kommt zur Seite. Einmal das Pack mit der Limi und einmal das normale Pack quasi nochmal. Und im normalen Pack gibt es erstmal den Online-Code für euch. Und dann haben wir Thorgan Hazard, Rhys Oxford, Fernandes, Haraguchi und André Silva. Kann ich direkt alle 5 auf den doppelten Stapel legen? Habe ich alle. Habe ich alle. Und jetzt hier in diesem Pack ist die nächste Limit drin. Anderson von Köln. Und die Rising Star Karten nochmal 5 Stück. Ja, Florian Neuhaus, Waman Kituka, Ozan Kabak, Fonzi Davis mit 92 und Florian Würz von den Leverkusenern. Ja, Wolski. Ich sortiere jetzt ganz kurz und dann, ja, werden wir versuchen, so viele Karten wie möglich einzusortieren. Also zumindest die Limis, die Meisterschale und die Rising Stars. Ja. So, ich bin gespannt, Leute. Wir blättern auf und das ist natürlich die mit erfreulichste Nachricht heute im Adventskalender Let's Collect Video. Die zweite Bundesliga-Meisterschale ist endlich am Start. Jedes Mal haben wir gehofft und heute ist es endlich soweit. Heute war es endlich soweit. Sie ist am Start. Die 4 Augsburger können direkt alle weg. Mir fehlt das Augsburg-Logo und mir fehlt die Augsburger Matchwinner-Karte. Hertha BSC hätte ich gar nicht rauslegen müssen, weil ich weiß, dass die Matchwinner-Karten fehlen. Und halt da, ja, Alexander Schwolo.
Und Piontek, Starspieler, ja, ist schon im Heft. Bitter. Bitter, 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 bitter. Hier könnte jetzt... Jawohl. Teuchert und somit haben wir die Unioner komplett. Union komplett, das ist... Also Adventskalender hat sich jetzt schon gelohnt, Leute. Zwei Karten, zwei Basekarten jetzt schon mal, die uns hier noch gefehlt haben. Bielefeld. Ja, sind die... Ja, Starkarten können weg und Matchwinner. Jetzt gucken wir mal. 73. Mashallah. Seufert, hier Nils Seufert, aber die anderen, huch, die anderen beiden sind doppelt, Demedina hier unten links und Lausen ist auch da oben, also, ja, aber immerhin, die dritte Karte jetzt schon mal, die dritte Karte, das ist natürlich absolut geil, Bremen-Logo habe ich leider nicht am Start, na, dafür immer Topak, der ist doppelt, Maxi Eggestein, ist doppelt, die 90 habe ich aber nicht, schade, 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 Dortmund, Dortmund, Dortmund sind es auch. Ja, Dortmund-Logo ist doppelt. 107 ist nicht dabei. Die 107 ist leider nicht dabei. Frankfurt ist nur die Matchwinner-Karte, die noch fehlt. Freiburg komplett. Also alle Freiburger direkt. Tschüssikowski. Hoffenheim, wo ich dachte, mit Baumann. Auch alle komplett. Also doppelt, weil Hoffenheim komplett. Jawohl, 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 die Kölner, Basegarten, uninteressant, Jonas Hector Matchwinner und somit die Kölner komplett. Wir können heute nochmal durchziehen, Jungs, wir können heute nochmal durchziehen, Leipzig ist auch komplett, kann ich direkt alle wegpfeffern hier. Leverkusen, leider nicht das Logo gezogen, dafür die 219, nein, leider auch nicht, die 219 ist nämlich hier oben rechts noch, die fehlt. Mainz ist auch eine, die 232. Nia KT, Baby. Jawolski. Zack. Ich habe jetzt schon, Leute, ich habe nicht mehr mitgezählt. Wie viele Karten haben wir jetzt schon einsortiert? Gladbach, Jan Sommer ist leider nicht am Start. Jan Sommer, ja, ja, 245 ist halt der Keeper. Ach, der andere, oh, oh, hier noch die 253. Jawohl, Le Stendel. Hätte ich, Leute, jetzt hätte ich fast eine Karte, die ich gezogen habe, nicht einsortiert, weil ich lost war und die Lücke nicht gesehen habe. Nächste Karte. Nächste Karte. Die Bayern kommen mit einem Abwehrspieler. Also Abwehrspieler fehlt. Und Alaba ist es nicht. Und Tolisso und Coman können es auch nicht sein. Schade. Ich glaube, es ist Süle, ne? Glaube ich. Schalke ist komplett. Stuttgart fehlt nur Matchwinner-Karte, aber... Ja, so wie man es kennt, habe ich natürlich eine Matchwinner-Karte gezogen, aber Gonzalo Castro, der schon im Heft ist. Belasten. Absolut belasten. Wolfsburg. 326, ich sehe ihn schon. Direkt die erste. Josip Brekalo. Und jetzt fehlen wirklich so wenige Karten. Also es macht keinen Sinn mehr, Packs zu öffnen, Jungs. Es macht überhaupt keinen Sinn mehr, Packs zu öffnen. Das heißt, morgen werde ich einfach die letzten Karten einsortieren. Ich hoffe, inshallah, ich habe die letzten Karten. So, 3-3. Leute, ich muss hier ganz kurz sortieren, ansonsten komme ich hier wieder nicht klar. Und das muss, mein Gehirn ist dann überfordert. 360, 373, 381 ist sowieso doppelt. 344 und 38. 38 ist doppelt. 44 ist auch doppelt. 60, 360 ist nicht doppelt. Kann ich einsortieren. Stefan Schimmer, wo ich dachte, ja, der fehlt safe. 366. Fabian Rehse, zack, von Holstein Kiel. Bam, Junge. 73. Jawohl, Schonlau. Ehrenbruder Schonlau. Boots, Digga. Hier ist sowieso alles komplett. Also das heißt, die sind alle doppelt. Dauerbrenner. Guck ich mal, Nia KT ist am Start. Robert Sko ist am Start. Davy Klaassen ist nicht am Start. Davy Klaassen fehlt. Philipp Kostic ist doppelt und Mats Hummels ist auch doppelt. Also die vier können weg. Aber Davy Klaassen hat welche Nummer? 392 und somit kommt er hier neben Matze und neben Fabian Klos. Das heißt, die Unioner Dauerbrenner fehlt und die Stuttgarter Dauerbrennerkarte fehlt. Jawohl, Alter. Jawohl. Rising Stars. 19, 20, 21. Ozan Kabak. Dann haben wir Waman Giduka, der in echt absolut mega mäßig abgeht. Waman Giduka.
419 Florian Neuhaus, 420 Davy. Florian Wötz, auch absolut geile Karte von den Leverkusenern, Rising Star, 408. Haben wir da oben bei den Unionern, Friedrich, 413. Schlotti, Schlotterbäckchen, Sergeant, zack. Und somit haben wir doch die Rising Stars einfach mal hier heute komplettiert. Also das war sowieso klar, Jungs, es war sowieso klar, dass wir die Rising Stars komplett bekommen. Ist mir bewusst. Und dann noch die zwei Limis. Kamada und Anderson. Sehr, 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 sehr geil. Jungs, und lasst uns mal einmal durchzählen, ganz kurz. Wie viele noch fehlen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ding, 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 ding. 11, 12. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 Karten nur noch. Wie geil ist das? Nee, gar nicht. 21 Karten, wie geil ist das denn? 21 Karten, die ich morgen alle, ja, einsortieren werde. Ich hoffe, dass ich alle habe in meinem privaten Bunker. Und das war es jetzt hier für im heutigen Adventskalender-Video, also Let's Collect Adventskalender-Video. Hier seht ihr, Let's Collect Sammelmappe. Professionell draufgeschrieben von mir. Leute, ich bin jetzt raus. Das war's für die heutige Folge. Ich bin ja raus und wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.